Humor kann man für vieles einsetzen. Mich interessiert das am meisten in Konfliktsituationen, zum Beispiel in Firmen. Ist das eine unheimlich gute Sache, weil man lernt, mit Konflikten oder mit Problemen besser umzugehen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Kollegen haben, der Ihnen schon immer auf den Geist gegangen ist, weil er immer den Flur entlang schlurft zum Beispiel, können Sie sich natürlich darüber ärgern, ja? Aber was bringt Ihnen das? Also Sie ärgern sich dann jedes Mal darüber, wenn er an Ihnen vorbeischlurft. Sie können auch sagen, mit einer humorvollen Haltung ihm gegenüber, das ist also der Mitarbeiter, der es schafft zu laufen, ohne dass er seine Füße hebt. So einer ist das. Und dann finden Sie es interessant. Na, dann sind Sie nicht mehr in der Haltung, dass Sie sich irgendwie ärgern und das nur gegen Sie selber geht letztendlich, sondern Sie finden es interessant, was dieser Mensch Ihnen zeigt, was er kann. Na, und das ist ja eine total andere Haltung. Na, deswegen ist es interessant. Und das heißt eben nicht, dass ich jetzt Konflikten aus dem Weg gehe oder sie plötzlich nicht mehr da sind, sondern ich lerne damit, wie gehe ich damit tagtäglich um. Und uns allen passiert das jeden Tag, dass uns Sachen, also vor allen Dingen eben andere Menschen nerven, sei es in der U-Bahn, sei es im Geschäft, sei es im Unternehmen, sei es Ihr Kollege, wie auch immer. Dafür ist das ein unglaublich gutes Mittel, Humor. Ich würde mal sagen, das ist der letzte Ausweg. Aber geben wir es mal zu, weil wir sind ja alle total im Stress, wenn wir da arbeiten. Wir müssen uns effektiv zeigen, optimiert und Leistung erbringen. Und dann plötzlich kommen so Kollegen und man ist schon total im Stress und dann soll man noch irgendwie sich nicht ärgern. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, und dann ist es natürlich auch ein total gutes Ventil, manchmal sich zu ärgern. Aber was noch viel besser ist, was viel mehr Spaß macht, ist nämlich, dann in diese grundsätzlich interessierte Haltung dem anderen gegenüber einzugehen. Dann sehen Sie Sachen, die haben Sie noch nie gesehen. Ja, genau. Wie es mir zum Beispiel neulich passiert ist. Da saß ich in der U-Bahn, der ganze Waggon war leer. Ne? Da kommt eine Frau rein und wo setzt sie sich hin? Hinter mich. Ja? Also einfach hinter mich. Und ich dachte schon, es kann auch echt nicht sein. Ne? Ganze Waggon leer. Okay, und dann fingen sie noch an zu schmatzen. Sie holte also so eine Gummibärchentüte raus und dann hörte ich also nur dieses Schmatzen und war total genervt, ja. Und dann dachte ich, nee, Moment mal, wie war das mit dem Humor? Humor haben heißt interessiert sein. Also habe ich mich innerlich, also umgedreht, habe ich natürlich nicht in echt gemacht und dachte, wow, das ist eine Frau, die kann mit offenem Mund essen. Die schafft es, Gummibärchen zu zerkleinern, ohne den Mund zuzumachen. Das habe ich ja noch nie gesehen, dachte ich. Das ist ja der Hammer. Und die Gummibärchen, die sehen dann aus, rote und grüne zusammen. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Und wenn ich noch näher rangehe, dann sehe ich sogar, wie der Speichel da rausläuft. Weil sie den Mund ja nicht zumacht. Und das kann dann passieren. Und wohin tropft es? Oh, auf ihr T-Shirt. Und wenn ich dann da genau rangehe, dann sehe ich sogar, dass sich da eine Pfütze bildet. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja interessant. Und dann muss ich lachen. Ich dachte, okay, das ist eine Frau, die kann was ich nicht so kann, nämlich mit offenem Mund essen. Und das ist Humor. Und das gibt es auch in Unternehmen.